Hallo und herzlich willkommen zu den heutigen Weekly News. Wir haben heute Steam Greenlight, SimCity und Terraria. Viel Spaß! Ja, diese Woche gab's, fand ich jedenfalls, nicht so viel Spannendes, außer dass GTA Multiplayer Probleme bereitet hat. Aber ich denke mal, da sind viele eh schon informiert. Deswegen mal ein paar andere News, die ihr vielleicht noch nicht mitbekommen habt. Zum einen Steam Greenlight. Da wurden mal wieder neue Spiele haben neue Spiele grünes Licht erhalten. Insgesamt über 30. Ich glaube, es sind genauer 31 Spiele haben grünes Licht erhalten auf Steam und sind somit zum Verkauf verfügbar. Ein paar von diesen Spielen waren vorher schon kaufbar auf deren Webseiten. Also wer Steam Greenlight gar nicht kennt, das ist ein bisschen vergleichbar mit Kickstarter. Also geht einfach darum, Firmen, die halt Spiele produzieren, die gehen halt zu Steam, wollen das veröffentlichen. Dafür muss aber erstmal die Community entscheiden, ob das Spiel überhaupt veröffentlicht werden soll, ob da genug Nachfrage besteht. Wenn genug Nachfrage besteht, können die das dann veröffentlichen und wahrscheinlich erstmal am Anfang als Early Access Spiel anbieten, dadurch Geld verdienen, dadurch das Spiel noch weiter verbessern und so weiter. Und so ist halt der Lauf der Dinge. Ja, und da wurden mal wieder viele Spiele veröffentlicht. Ich kann ein paar Beispiele nennen. Cable Online, Dices, Haunted, Mousecraft, The Sandbox, Vox, Willfire Worlds und noch mehr. Persönlich mir sagen die jetzt nicht so viel, aber hier ist gerade eine Liste, die ich vor mir habe. Übrigens Slendermans Shadow lese ich gerade. Hört sich doch interessant an. Ja, könnt ihr mal bei Steam schauen. Und ja. Jo, nächstes SimCity. Ja, SimCity ist ja mittlerweile so relativ ein alter Hut, aber man kann ja nochmal was drüber bringen. Und zwar wurde jetzt Maxis nochmal drauf angesprochen, wegen größeren Karten, was da denn möglich sei, oder einem Offline-Modus, was halt die Community sehr interessiert. Und Maxis meinte dazu, größere Karten definitiv nicht machbar, die Engine ist nicht in der Lage, größere Karten zu machen. Ich weiß nicht, also ehrlich gesagt, ich traue Maxis da nicht mehr so richtig. Die haben ja auch gesagt, es ist definitiv nicht möglich, man müsste ganz viel umschreiben, um freies Bauen zu aktivieren, was auf der ganzen Karte wirkt. Also wo man nicht nur in diesen abgegrenzten Bereichen bauen könnte, sondern auch daneben. Und dann kam halt ein Modder an, hat so ein paar Zeilen geändert und dann war das gemacht. Ne? Und ich weiß nicht, da hat sich Maxis so einen Eigenkorb geschossen ein bisschen. Weil sie halt das so schwer dargestellt haben, aber an sich kam dann Hobbyentwickler und hat's zack gemacht. Naja, deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch, aber naja. Offline-Modus, sagen sie, ist vielleicht möglich in Zukunft, wissen sie aber auch noch nicht. Wäre aber allerdings auch recht gut für die Community, denn das würde, also ein Offline-Modus würde auch Mods wohl unterstützen. Beziehungsweise wäre da Potenzial da, was Maxis aber auch nicht so toll findet oder überlegt, ob sie es toll finden, weil das wohl auch das Spielgefühl kaputt machen könnte und so weiter. Die sind da irgendwie sehr eingefahren, eingeschränkt, ich weiß es nicht. Ich verstehe ihre Politik nicht so richtig, weil bis jetzt, finde ich, haben Mods Spiele immer nur besser gemacht, oder? Ich meine, es gibt viele Beispiele, aber ich habe irgendwie manchmal das Gefühl, die Spielefirmen haben echt viel zu wenig Ahnung, was ihre Leute wirklich oder ihre Kunden wirklich wollen. Aber naja, wenn ihr dazu natürlich irgendwas zu sagen habt, schießt es raus. Ich bin mal gespannt, was ihr darüber denkt. Ja, als letzte News kommen wir nochmal zu Terraria. Da kam jetzt das neue Update raus, die Version 2.1, und die kam wohl sehr gut an. Terraria war wieder in den Verkaufscharts und so weiter. Viele Leute haben sich wohl gefragt, was ist denn eigentlich mit dem Nachfolger von Terraria? Wenn das so gut ankommt, das wäre doch gar keine schlechte Idee. Und die Jungs von rockpapershotgun.com haben jetzt den Entwickler Andrew Spinks gefragt, ja, wie sieht's aus? Nachfolger von Terraria, vielleicht mal geplant oder so? Und der Entwickler meinte tatsächlich, definitiv wird es einen Terraria 2 geben. Allerdings ist bis jetzt noch nichts dermaßen wirklich geplant oder in Entwicklung oder irgendwas dermaßen, aber er will das schon unbedingt machen. Er wird sich aber erstmal auf das normale Terraria 1 halt
weiter beschränken und da halt weitere Inhalte und so weiter rausbringen. Finde ich aber auch erstmal gut, das Spiel reicht. Und was dann so Features in Terraria 2 sein könnten, wer halt eine unendliche Spielwelt zum Beispiel, neue Endgame-Features, überhaupt neue Features und so weiter. Und ja, finde ich auf jeden Fall sehr cool. Terraria ist ein sehr schönes Spiel, finde ich. Und ja, dann war's das für diese Weekly News. Ihr könnt wie immer eure Meinung in die Kommentare hauen. Ich würde mich freuen und würde sagen, danke fürs Zuschauen, haut rein, lasst knacken und bis dahin. Ciao!